Schönen guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Beratungen über Seenotrettung im Mittelmeer. Bundesinnenminister Seehofer will beim EU-Innenministertreffen in Luxemburg für die Verteilung von geretteten Flüchtlingen werben. Vor zwei Wochen hatte er sich mit Italien, Malta und Frankreich auf eine Übergangslösung geeinigt. Für die Umsetzung müssen weitere EU-Staaten gewonnen werden. Motiv nach Lkw-Zwischenfall in Limburg weiter unklar. Bei dem Festgenommenen handelt es sich nach SWR-Informationen um einen Syrer. Der Mann soll gestern Abend mit einem gestohlenen Lastwagen mehrere Fahrzeuge gerammt haben. 9 Menschen wurden leicht verletzt. Für einen terroristischen Hintergrund gibt es laut Staatsanwaltschaft bisher keine Hinweise. Kritik nach Syrien-Entscheidung. US-Präsident Trump hat mit dem Abzug von US-Soldaten aus dem syrischen Grenzgebiet der Türkei Empörung ausgelöst, auch bei den Republikanern. Sie fürchten um das Leben der Kurdenmilizen, mit denen die USA gegen den IS gekämpft hatten. Der türkische Präsident Erdogan hatte eine Offensive in Nordsyrien angekündigt. Reaktion auf Proteste in Hongkong. Regierungschefin Lam schließt ein Eingreifen des chinesischen Militärs nicht aus, sollte die Lage eskalieren. Sie geht aber weiterhin davon aus, dass Hongkongs Regierung die Krise selbst lösen wird. Das sei auch die Position der chinesischen Zentralregierung. Ölpest an der Nordostküste Brasiliens. Nach Angaben des Umweltministeriums sind mehr als 100 Tonnen Öl seit Anfang September ausgelaufen. 42 Städte seien betroffen. Die Ursache ist unklar. Das staatliche Ölunternehmen Petrobras hatte zuvor mitgeteilt, das ausgelaufene Öl entspreche nicht dem Typ, den das Unternehmen produziere. Das Wetter. Im Süden Sonne, dichte Wolken und nur wenig Regen. Im Norden und in der Mitte regnerisch und teils windig. Im Tagesverlauf freundlicher mit Schauern. Höchstwerte zwischen 8 und 19 Grad.